Leute und herzlich willkommen zu dem Die Elemente auf unseren Büchern Tag. Bis jetzt einer der längsten Tagnamen, die ich gesehen habe. Und jetzt schon der zweite Tag, zu dem ich ganz offiziell getaggt wurde. Ich wurde getaggt von Clary Morgenstern und von Prinzessin Anne, wie ich eben gerade noch gesehen habe. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe mir noch ein paar Videos angeguckt, bevor ich das Video hier drehe. Und da habe ich gesehen, dass sie mich auch noch getaggt hat. Und danke an euch beide. Mir gefällt der Tag auch eigentlich ganz gut. Es ist nur gar nicht so einfach, wie es sich anhört, zu jedem Element ein Buch zu finden. Das mit den Farben, das ging, also das war eigentlich ganz einfach. Aber halt wirklich zu jeder Farbe ein Element zu finden. Zu jeder Farbe ein. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Und das eine Sache, die konnte ich auch nicht, weil da wusste ich einfach echt nicht, was ich da nehmen sollte. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Und ja. Muss ich noch was sagen am Anfang? Irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann sage ich das am Ende. Wir machen jetzt erstmal den Tag und dann sehen wir weiter. Also, wie ich eben schon gesagt habe, geht es in dem Tag darum, zu jedem Element und dann zu jeder Farbe des Elements, also so zum Beispiel das Element Wasser hat die Farbe Blau und so, ist klar, ne? Und dann also muss Wasser, also das Element Wasser auf dem Cover sein und Blau ist klar, das Cover muss blau sein, ne? Okay. Dann fangen wir an. Das erste Element ist auch tatsächlich gleich Wasser. Und da habe ich, habe übrigens in diesem Video wieder versucht, möglichst Bücher zu nehmen, die ihr noch nicht gesehen habt. Das erste Buch habt ihr aber, glaube ich, schon gesehen, sogar in einem anderen Tag. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm, weil ich kein anderes gefunden habe mit Wasser auf dem Cover. Irgendwie war das nicht so einfach, wie gesagt. Auf jeden Fall habe ich da genommen Charlotte Links, das andere Kind. Und da komme ich mal ein bisschen näher und muss wieder hier, also ihr seht ja hier, es ist ja der Junge da, der hier an diesem Strand ist und hier schöne Steinchen und hier überall ist dann halt Wasser. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser und der Rest Strand, der dann hier irgendwie so wieder weggeht. Hier hinten ist noch ja, Erde. Ich habe auch überlegt, das zu Erde zu nehmen, aber ich habe wirklich gar nichts zu Wasser gefunden und deswegen habe ich dann letztendlich das genommen. Zu dem Buch kann ich euch nicht so viel sagen. Ihr wisst ja, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen dieses Jahr. Und naja, so wirklich ist das, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Also es ist Charlotte Link und davon habe ich auch schon viel gehört. Und naja, also hier steht auch nicht viel drauf. Ich kann das ja mal vorlesen. Eine alte Farm im Norden... Ich mach mal kurz das Fenster zu. Tut mir leid. Die bauen hier gerade bei uns. Deswegen, vielleicht schneidet das auch raus. Wenn nicht, tut mir leid. Die bauen gerade bei uns. Und deswegen ist das jetzt hier irgendwie total laut. Also nochmal. Eine alte Farm im Norden Englands. Eine einsame Landschaft. Ein düsteres Geheimnis aus vergangener Zeit. Mit tödlichen Folgen für die Gegenwart. Ich glaube aber, das ist so eine Art Familiengeschichte und es ist halt auch echt ein dicker Schinken. Und deswegen, ja, ich verlinke euch die Bücher wieder unten und dann könnt ihr euch die auf Amazon angucken und vielleicht, ja, vielleicht habt ihr die auch schon gelesen, dann könnt ihr mir wieder was dazu schreiben. Und ja, dann, wie ich auch eben schon gesagt habe, kommt jetzt ein Buch mit der Farbe Blau und ihr seht das ja hier immer noch schon bei meinem großen Stapel und so. Und da habe ich genommen Alice Sebold in meinem Himmel. Ist jetzt, also ist schon komplett blau. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, wenn jetzt hier irgendwas auf dem Cover ist oder so. Seht ihr ja, in meinem Himmel, der Himmel ist halt blau so dargestellt, dass hier vorne so eine Schneekugel sein. Da. Und ja, dazu gibt es einen Film. Das habt ihr schon gesehen wahrscheinlich in meinem Minimops Unpacking, wo ich das auch gekauft habe und ja, also das ist so ein trauriges Buch, muss man schon sagen und da muss ich ein bisschen zu einer Stimmung sein, habe ich auch noch nicht gelesen. So, dann kommt das Element Feuer. Das war sehr schwierig, weil ich nicht wirklich was, also ich habe ein Buch, ja, da ist sogar Feuer auf dem Cover, aber das hat Clary schon in die Kamera gehalten und zwar die Bestimmung 1. Das habe ich auch und das hätte ich auch genommen. Hätte sie das nicht genommen. Und deswegen habe ich jetzt etwas genommen, bei dem man sehen kann, dass es Feuer ist. Also es ist die geheime Sammlung von Polly Schulman. Und ihr seht ja von Weitem schon mal, dass hier so immer so schwarze Stellen sind. Und wenn ich euch das jetzt mal näher zeige,
Dann soll das halt darstellen. Ich muss rausgehen, damit der Autofokus so ein bisschen. Autofokus? Autofokus! Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das ist halt so ein bisschen schwarz und das soll so ein bisschen so ein Papier darstellen, das halt angekokelt ist. Kann man mal gucken, wenn ich das auch mache. Ja, dann seht ihr auch nicht viel mehr. Und deswegen finde ich, das steht so ein bisschen für Feuer. Und sonst ist das ja auch so ein bisschen rot-gelb und so. Und deswegen habe ich das genommen für Feuer. Die Geschichte erinnert an Warehouse, heißt das, glaube ich. Ihr habt das ja in meinem Subrat gesehen. Ich hätte das ja vielleicht diesen Monat gelesen, aber mein Subrat hat gesagt, nein, du liest jetzt erst das schwarze Buch der Geheimnisse. Und ja, vielleicht kommt das beim nächsten Monat ran. Dann kommt ja die Farbe Rot und da habe ich die Bestimmung 2 genommen, weil das ein sehr schön rotes Buch ist und ich sehe gerade, das hätte ich auch schön für Erde nehmen können. Da ist nämlich ein schöner Baum drauf. Na egal. Ich habe es für Rot genommen, die Bestimmung 2. Ja, also habe ich bis da gelesen, weil ich warte auf den dritten Teil. Wisst ihr ja, wie das bei mir ist mit den Reihen und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut. In diesem Teil geht es ja so ein bisschen, ich will nicht spoilern, aber um Krieg. Eigentlich ganz cool. Dann kommt das Element Erde. Da habe ich auch ein bisschen geschummelt, weil als Erde kam, habe ich erst gleich an Erde gedacht. Also wirklich Boden, Sand und sowas. Dann wollte ich das andere Kind von Charlotte Link nehmen, aber dann war ja das mit dem Wasser und so. Und deswegen habe ich jetzt was genommen, was halt zur Erde gehört, nämlich eine Blume auf dem Cover von Evermore von ja, dieser Dame, Alison Noel. Ich sag, die heißt Alison Noel. Das ist ja diese sozusagen Twilight-Geschichte, nur ohne Vampire, aber dafür mit irgendeinem anderen mystischen Wesen. Ja. Wo ich mal gucken wollte, ob mir das so gefallen würde, was ich mir auch mit dem Edimops-Bestellung geholt habe. Ich hoffe, das zählt mit der Blume. Ist hier bestimmt, ne? So, dann kommt Grün. Da habe ich mir genommen von Jen Mainyrin aus der, ich bin mir nicht sicher, wie viele Teile es da gibt, die Sturmjäger von Aradon-Reihe. Der erste Teil Feenlicht. Sehr grün und so. Das ist sogar das erste Buch, was ich so wirklich gelesen habe. Also das habe ich mit 11 oder so zu Weihnachten geschenkt bekommen und ihr seht ja vielleicht ein bisschen, das ist hier so schief gelesen, so ein bisschen, hier ist so eine riesen Leserille drin und das Buch habe ich, als ich klein war, mir immer laut vorgelesen. Also ich habe da irgendwie immer gedacht, oh ja, laut vorlesen ist viel besser als leise lesen und habe ich meiner Mutter auch manchmal was vorgelesen und das hat 500 Seiten oder so, das fand ich total toll. Ich habe auch den zweiten Teil im Regal stehen, aber wie ihr ja wisst, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, ist Fantasy schon seit längerem nicht mehr mein Ding so wirklich. Und deswegen, naja, ne, behält man das hier nur, weil es eine Erinnerung ist. Und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, nur jetzt weiß ich nicht, ne, ist klar, ist ja nicht mehr so mein Ding. Dann das Element Luft ist auch sehr witzig. Ich wusste nicht, wie ich Luft darstellen soll, genauso wenig wie das Clary wusste. Ich habe wieder so ein bisschen getrickst wie bei der Erde und naja, man kann schon sagen, dass man interpretieren kann, dass das Luft ist. Also, das ist das Buch Lost Land, die erste Nacht, so sieht das aus. Ich habe den Schutzumschlag nicht rum, aber das ist ein schönes Buch, das auch ohne Schutzumschlag gut aussieht. Und hier vorne ist ein Rabe drauf und ihr müsstet das erkennen können, das um den Raben rum, das sind so Wolken und so. Ich kann das ja mal so drehen und so. Könnt ihr das erkennen? Auf jeden Fall ist das dann sozusagen ein Himmel und der Vogel steht für Fliegen und Fliegen steht für mich für Luft. Und deswegen ist es mein Buch zum Element Luft, weil andere auch ziemlich, also ich habe auch, ich weiß nicht, wie man Luft darstellen kann. Luft ist ja theoretisch durchsichtig. Also müsste man, ne? Also, naja. Aber ich glaube, das lasst ihr mir durchgehen. Und dann zu Luft ist die Farbe Weiß, weil es ja sonst auch keine wirkliche Farbe zu Luft gibt. Und da habe ich mir genommen, die Therapie von Sebastian Fitzek ist größtenteils weiß. Halt nur diese Hand und
Teil des Oberkörpers und natürlich die Schrift. Hier ist die neuere Auflage, wie ihr ja wisst, und sonst komplett weiß. Wäre ja auch fast was geworden in meinem Subrad. Aber naja, das wäre mein Buch zur Farbe weiß. Dann müsste man jetzt ein Buch finden, in dem entweder alle Elemente oder alle Farben drin sind. Und es tut mir wirklich leid, aber ich habe weder ein Buch, in dem ja rot, blau, weiß und grün drin sind, noch ein Buch, wo irgendwie alle Elemente drin sind, weshalb ich leider zu diesem Punkt kein Buch zum Zeigen habe. Ich habe Bücher, bei denen ich, also ich habe zum Beispiel ein Buch, da ist das Blau, Weiß und Grün drin, aber es ist halt kein Rot drin. Da habe ich ein anderes Buch, da fehlt halt nur Grün oder so, wo ich mir schon gedacht habe, ich klebe da irgendeinen grünen Zettel drauf oder so. Aber leider habe ich dazu kein Buch. Ja, das war's zu diesem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz des wenig chaotischen und ein bisschen Getrickse und Geschummle. Ich wurde auch getaggt für einen anderen Tag, den ich leider nicht mitmachen kann, weil ich dazu nicht genug Bücher habe, wo ich mich nochmal für entschuldigen möchte, bei, ich kann deinen Namen leider nicht aussprechen, Easy Print. Der hat mich nämlich getaggt mit dem 5 Bücher, die fortgesetzt werden sollten, Tag. Und ja, für die, die mich kennen, ihr wisst ja, dass ich immer so schlau bin und mir meist irgendwelche Bücher kaufe, von denen ich denke, dass es Einzelbücher sind, aber in Wirklichkeit sind es dann doch Reihen oder mindestens zweiteilige Bücher oder irgendwas. Und dementsprechend habe ich eigentlich fast nur Bücher im Regal, von denen es entweder schon eine Fortsetzung gibt oder bei denen ich finde, dass das Ende gut war. Ich habe auch schon überlegt, mir ein Buch zu nehmen, wo es keinen richtigen Abschluss gab. Also ich würde gerne, dass Erebos fortgesetzt wird und ich würde gerne, dass der Märchenerzähler so ein bisschen fortgesetzt wird, weil mir beim der Märchenerzähler unter anderem und auch bei Allerliebste Schwester so ein bisschen sowas wie der Epilog fehlt. Also so dieses, was war danach? Das Ende des Buchs war, das Ende war auch ganz gut, aber ich würde jetzt gerne wissen, wie es denn weiterging. Ne, wisst ihr? Und so ist das. Also ihr könnt euch sein Video gerne angucken. Ich verlinke das in der Infobox. Wenn ich das nicht in der Infobox verlinke, dann schreibt ihr mir in die Kommentare, dass ich das nicht in die Infobox verlinkt habe. Aber normalerweise mache ich das doch immer, oder? 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 Ich mache das doch, ne? Falls ich das mal nicht machen sollte, ich es aber in einem Video gesagt habe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann bin ich nämlich ganz doll böse gewesen, weil wenn ich das sage, muss ich das auch machen. So. 13 Minuten auf den Punkt. Ich werde das Ende jetzt bevideon. Video jetzt beenden und dann mal gucken, dass ich den Tag auch gleich hochladen werde. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!